Hallo, mein Name ist Yusuf Karaduman. Ich komme aus Deutschland, aus Frankfurt. Bin 37 Jahre alt und bin jetzt hier. Bin schon seit längerer Zeit übergewichtig und habe mir mittlerweile Gedanken darüber gemacht, dass mit Diabetes irgendwann mal, mit Bluthochdruck, die Fettleibigkeit, das ist alles schlecht für die Gesundheit, für die Zukunft. Und hab gedacht, ich muss jetzt irgendwas tun und bin so jetzt darauf gekommen, mich halt für diese Operation entschieden. Also seitdem ich in Antalya angekommen bin, zuvor hatte ich Kontakt aufgenommen, lief alles sehr gut ab, wurde alles ordentlich geplant, bin am Flughafen angekommen, wurde abgeholt, bin zum Herrn Namık Yılmaz in sein Büro gekommen, zu seiner Praxis. Da haben wir uns kennengelernt, dann persönlich wurden die ersten Untersuchungen gemacht. Es läuft alles, es war alles sehr gut, sehr schön organisiert. Bin also absolut begeistert davon. Es wurden keine offenen Fragen gelassen, also jegliche Bedenken, die wurden alle beantwortet und man hat sich einfach sicher gefühlt, daheim gefühlt, es war ein familiäres Gefühl, war alles also in jeder Hinsicht sehr gut organisiert, das Zusammenmenschliche, alles sehr gut, super, bin zufrieden. Also ich habe jetzt, ist der vierte Tag nach der Operation, ich wurde heute entlassen, fühle mich soweit sehr gut, habe körperlich keine Schmerzen, was ich eigentlich befürchtet habe, dass es im Nachhinein ein bisschen zu Problemen kommen könnte. Aber ich bin sehr positiv überrascht. Ich habe keine Probleme, ich fühle mich sehr gut und man fühlt sich einfach freier, gesunder, obwohl es noch der erste Schritt war. Aber das ist schon mal ein Anfang und es ist einfach ein schönes Gefühl, es so schön hinter sich zu haben.